Hallo Zönitz, hallo Kaiserslautern, hier spricht die internationale Raumstation. Freut mich, dass es geklappt hat. Wie geht es euch? Jo, meine Leute, hier nun der zweite Versuch für den Amateur Radio an ISS Schulkontakt mit dem Matthias Engler Gymnasium Zwönitz und dem Hochstift Gymnasium Kaiserslautern. Zweiter Versuch deswegen, weil dieser Kontakt eigentlich für den 13.8. geplant war. Die Schule war auch bereit, war auch QAV, war auch auf Sendung. Aber es ist irgendwie ein Fehler passiert. An der Raumstation wurden die falschen Kontaktinfos übermittelt. So dachte Alexander Gers, er hätte mit dem DLR School Up das QSO, was aber erst einen Tag später an der Reihe war. Video habe ich ja gemacht. Den Fehlschlag hatte ich auch mit aufgezeichnet, aber noch nicht veröffentlicht. Mal sehen, mache ich vielleicht ein extra Video oder auch nicht, keine Ahnung. Ist noch nicht sicher. Müsst ihr mal schreiben, ob ihr sehen wollt. So, dann schauen wir mal, wie das jetzt klappt. Weil dies ein außergewöhnlicher Termin ist, das haben die ja jetzt dazwischen geschoben wegen des Fehlers und so, können die das jetzt nicht an der Kenwood-Station in dem russischen Service-Modul machen. Die Kenwood-Station hat mehr Sendeleistung, macht 20 oder 25 Watt. Die Angaben widersprechen sich da immer so ein bisschen. Dieser Kontakt soll in dem europäischen Columbus-Modul stattfinden, so wie es auch vor einigen Jahren, 2013, 14, immer der Fall war, an den Ericsson Handfunkgerät. Ja, jedenfalls dürfen die Signale jetzt wieder etwas schwächer sein. Wir werden es sehen. So, in 2 Minuten ist der Kontakt angesetzt, 2 Minuten und 24 Sekunden ungefähr. Bei mir geht die ISS in knapp 4 Minuten auf, jetzt bei mir minus 10 Grad Elevation, aber ich höre einfach mal rein und wir werden es hier merken. Delta Lima Zero X-ray Kilo, this is Delta Papa Zero, this is Sierra Sierra, I'll copy, over. Delta Lima Zero X-ray Kilo, this is Delta Papa Zero, India Sierra Sierra, I'll copy, over. I hear you loud and clear. Hallo Zönitz, hallo Kaiserslautern, hier spricht die internationale Raumstation. Freut mich, dass es geklappt hat. Wie geht es euch? Auf alle Fälle nachzuholen. Aber mal im Ernst, tatsächlich gab es sonst keine Grund, hier auf der Raumstation Angst zu haben. Im Prinzip, ja, ab und zu gab es schon Momente, die vielleicht jetzt brenzlig sein können. Bei der letzten Mission hatten wir ein paar Mal einen Feueralarm oder einen Rauchalarm.
Ja, das ist eine gute Frage. Man fühlt sich eigentlich, und das ist gar nicht erstaunlich für viele, man fühlt sich sehr erleichtert und entspannt. Weil als Astronaut macht man sich ja immer Sorgen, dass noch was dazwischen kommt vor dem Start, dass man krank wird oder ein technisches Problem auftritt. Und wenn man dann in der Rakete kommt oder wenn da nur noch große Sachen, die unwahrscheinlich sind, von dem her weiß man, man ist ganz nah dran, sein Ziel setzt. Hallo Franz, ja, wir nehmen hier nach der das ist die Zeit, die nach Greenwich koordiniert wurde. Das ist einfach eine Zeit, die wir uns so aussuchen, mit der Bodenkontrolle zu kommunizieren. Im Prinzip könnten wir uns irgendeine Zeitzone aussuchen, weil hier oben geht die Sonne ja 16 Mal am Tag auf und unter. Ja, Cassandra, das ist echt auch eine gute Frage, der gehen wir hier nach. Was wir rausgefunden haben, ist natürlich, wenn man, das weiß man schon länger erstmal, dass wenn man im Weltraum ist und keine Gegenmaßnahmen trifft, dann werden die Muskeln schwächer, die Knochen schwächer. Aber das haben wir mittlerweile im Griff. Und was ich persönlich gemerkt habe, das ist für mich hier oben, ich denke nicht, dass das eine große Auswirkung hat. Wir haben gelernt, in der Schwerelosigkeit zu leben, auch für ein halbes Jahr, für ein Jahr. Und das ist ein riesiger Fortschritt, den die Menschheit gemacht hat in den letzten paar Jahrzehnten. Und das heißt, dass wir auch so weit sind, noch weiter und länger raus in den Weltraum zu fliegen. Es gibt natürlich noch Dinge, die wir erforschen müssen. Dinge mit dem Bodensystem zum Beispiel oder Strahlung. Das heißt, es gibt noch Dinge, die interessant sind. Aber die grundsätzlichen Probleme gibt es, die wir lösen. Eigentlich meistens freut mich sehr, dass ich hier oben bin und nicht da unten. Aber natürlich vermisse ich meine Freunde schon ab und zu und meine Familie. Und wenn dann ein Bild kommt von der Grillparty oder das Baden irgendwo am Meer, dann wünsche ich mir zwischendurch schon mal, ach, schön, wenn ich da unten wäre oder mal joggen im Wald oder mal auf mein Mountainbike steigen. Das würde mich zwischendurch schon echt freuen. Aber alles in allem freue ich mich sehr, dass ich hier oben bin. Over. Ja, Raphael, das gibt es. Jeder hat von uns so eine kleine Schlafkabine, da kann man die Tür einfach zumachen, da schlafen wir eben, wie gesagt, auch drin. Und wenn man mal die Nase voll hat, dann kann man da rein und die Tür zumachen. Aber eigentlich braucht man das gar nicht so oft, weil die Raumstation ist so groß, dass man sich nicht wirklich auf die Füße tritt oder schwebt. Over. Ja, Essen ist so ein Ding. Wir haben so um die 100 verschiedene Menüs oder also so Essgerichte, die wir uns aussuchen können, Komponenten und die machen wir warm in so einem kleinen Ofen. Das schmeckt an sich sehr gut, aber irgendwann hat man es doch satt, einfach weil sich oft die Sachen wiederholen und weil man nichts Frisches bekommt, also kein Salat oder so. Das heißt, Essen ist wirklich noch so ein Ding, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Over. Ich bin ja Wissenschaftler und ich denke immer, wenn man eine Frage so stellen muss, dass es auf Glauben ja oder nein ankommt, dann heißt das, dass man es noch nicht richtig genug erforscht hat. Ich weiß es nicht, ich halte es für möglich, wenn dann natürlich nicht jetzt in der Form, wie man sie aus irgendwelchen UFO-Filmen kennt, mit grünen Antennen. Aber es könnte sein, dass es Leben auf dem Mars gibt, ausgestorbenes Leben, verschiedenes Leben oder Bakterien, die jetzt noch dort leben, das wissen wir nicht, das müssen wir erforschen. Und ich finde es sehr viel spannender, sowas rauszufinden. Das könnt ihr vielleicht auch als Ingenieure oder als Astronautinnen oder als Astronaut irgendwann mal später diese Sachen rausfinden, anstatt nur sich zu überlegen, ob man dran glaubt oder nicht, was ja letztendlich überhaupt nichts aussagt. Over. Ah, sehr gute Frage. Ja, man muss in der Schule gut aufpassen.
Begeisterung an den Dingen arbeiten, sich nicht kleinkriegen lassen, an seinem Traum festhalten, sich ja nicht schnell aufgeben, wenn man was nicht auf Anhieb schafft. Man kann vieles lernen. Und das sind schon mal die wichtigsten Voraussetzungen, neugierig zu sein. Und dann, wenn man irgendwas studiert in Richtung MINT, also Naturwissenschaften oder Pilot oder Medizin, dann hat man schon die besten Voraussetzungen. Und dann, das ist immer das Problem, man muss auf die Situation schauen, dass man das nicht verpasst. Jeden Traum, den man im Leben hat, dass man den Traum eine Chance gibt und dass man da auch aktiv dahinter